sag Kunde, ja, Bruder. Das ist doch Geschäft, ich schwöre, ey. Wenn das kein Geschäft ist, was die machen, ne? Mach dein Leben an. Ich schwöre dir, Bruder. Ich denk, geh weg hier, Alter. Das ist für meinen Kunden. Bruder, ich sag dir, Alter, ey, wenn ich euch erzähle, ich könnte euch eine Geschichte jetzt erzählen, ne? Was uns passiert ist in Hamburg, Steindamm. Hamburg ist full mit so Leute. Ich sag dir, Bruder, die sind organisiert. Organisiert, Bruder. Wir fahren jetzt mit Auto, ne? Wir fahren mit Auto, wir wollen parken. Jetzt siehst du, ein Mann, er macht so, komm hier rein, fahr hier rein. Und wir waren schon auf dem Weg dahin. Es gibt gar keinen anderen Weg. Weißt du, was ich meine? Er macht trotzdem, komm hier, und wir sehen, da ist ein Parkplatz. Er macht so und er macht so nach dem Motto, hier, hier. Obwohl, Bruder, es war klar, dass wir da parken. Kennst du das? Ich sag jetzt zu meinem Cousin, ich schwöre dir, der will auf jeden Fall jetzt Geld haben. Dafür, dass er sammelt. Sammelt, dass er das uns jetzt so sammelt, da eingepackt hat. Er hat organisiert. Ja, er hat geklärt. Er hat freigehalten. Er hat den Tag gesperrt für uns, Bruder. Ich schwöre, ich sag dir, Bruder, wir gehen jetzt dahin. Wir gehen jetzt und ich sag zu meinem Cousin, guck mal, ich sag dir, der will auf jeden Fall Geld haben. Der sagt so, meinst du? Ich sag, ja, safe. Mein Cousin fragt, wie viele soll ich denn geben, wenn er Geld will? Ich sag, gib einfach so 2 Euro. Weißt du, was ich meine? Der sagt, okay. Jetzt, er kommt an Fenster, Bruder. Er macht jetzt so, so nach dem Motto, mach mal Fenster runter, ne? Mein Cousin macht so Fenster runter. Jetzt, er macht so, er hält Hand hin. Ganz, als wäre das Normalste. Ja. Mein Cousin holt Geld raus, tut den Geld rein. Jetzt kommt ein anderer noch. Er kommt auch mit Hand. Jetzt sag ich, ey, so geht nicht. Jetzt sagt der andere, der Geld bekommen hat, ey, der hat mit mir zusammen gemacht. Kennst du das? Wir machen zusammen hier. So, du musst. Bruder, ich hab meinem Cousin gesagt, gib ihn einfach, weil wenn wir jetzt gehen, Auto steht hier. Ja, am Ende passiert irgendein Scheiß, Bruder. Weißt du, ich mein, Scheiß auf, Bruder. Andere Stadt. Oder? Zahlen wir den, gib den sogar 2 Euro, damit die noch überwachen. Ey, die Leute sind dreist geworden, Bruder. Die sind sehr, sehr dreist, Bruder. Die sind dreist, die haben keinen Respekt, Bruder. Wenn ich dir andere Geschichte, auch Hamburg, selbe Zeitraum passiert, okay? Ein paar Tage später waren wir dick essen mit vielen Jungs. Ich habe sogar Millionär getroffen an dem Tag. Danach waren wir mit ein paar Jungs essen. So ein Restaurant, das heißt Ös-Urfa in Hamburg. Direkt Steindamm. Wir sind da, geiles Essen, sehr lecker, dies, das, riesengroß. Wir essen da alle zusammen. Dann kommt so ein Kellner zu mir. Er sagt so, warst nicht dabei in Hamburg auf Tour? Nein, ne? In Hamburg war ich nicht da. Auf jeden Fall, dann kommt der Kellner zu mir, sagt, ja, hier sind so Menschen, so Leute draußen, die fragen, ob ihr vielleicht Geld habt und so. Ich sag jetzt zu dem Kellner, ey, du kommst zu mir, zu deinen Kunden, du fragst mich einfach nach Geld für Leute. Weißt du, was ich meine? Du bist doch hier Ladenbesitzer, Bruder. Du hast doch den Laden, Bruder. Gib du denen doch Geld. Was ist das denn, Alter? Er sagt, AB, so, die haben gesehen, du bist da, so. Ne? Ich sag jetzt, guck mal, wir haben ja viel gegessen, es ist viel übrig geblieben. Tu das in diese Dings zum Mitnehmen, ne? In diese Pakete, weil wir haben nicht so gegessen aus einem Teller und also aus diesem Teller gegessen und drin gelassen und abgegeben. Nein. Wir haben diese Platten geholt, viele diese Platten. Und kennst du auch Platten, du nimmst und tust auf deinen Teller. Das heißt, was auf Platte bleibt, ist sauber eigentlich. Das heißt, wir haben dir jetzt gesagt, teile die Sachen, was auf Platte ist, auf. Dings, tu das in diese verschiedenen Behälter, ne, zum Mitnehmen. Und danach geben wir das den Leuten. So, wir haben jetzt gegessen, so, wir sind fertig. Wir gehen jetzt mit viele Behälter, Bruder. Lass mich nicht übertreiben, aber es waren so vielleicht 12. 12 so Behälter. Gehen jetzt damit raus, so. Wir sehen jetzt so einen Mann mit seinem kleinen Sohn. Okay? Wir gehen jetzt so, der macht, oh, so, du weißt so, wie die immer diese machen. Diese, ah, ich hab kein Dings und kein Kraft. So, diese, ich hab kein Kraft. Was ist das? Bruder, ich sag dir, ich hab jetzt ihn so diese, du weißt, man kriegt dieses Herz. Und sagt, okay, und so, guck mal, wir haben hier was, so, der sagt, oh, danke, so, wir geben jetzt diese Sachen. So, ist klar, der kann nicht alles tragen, der nimmt was, stellt hin, nimmt, stellt hin. Er kommt mit seinem Sohn, die sagen, danke, habt ihr noch vielleicht ein bisschen Geld, so, für die Dings. Bruder, jetzt, du weißt doch, wie Jungs sind, jeder will zeigen, ich hab auch ein bisschen, weißt du, jeder gibt jetzt. Jeder gibt, okay. Jetzt, jeder gibt. Weißt du, weil, kennst du, wir sind alle, wenn einer gibt jetzt, jeder muss geben. Ja. Kennst du das? Wir sind viele Jungs, Bruder, wir waren so 24 Leute oder so. Okay. Jeder holt Geld raus, jeder gibt Geld. Da. Und kennst du, bei sowas, der eine hat 1 Euro, der andere gibt 2, so. Kennst du, man gibt 2, 3, 4 Euro, so. Weißt du, ich meine, du gibst jetzt. Ich schwör's dir, Bruder, wir haben denen jetzt Geld gegeben, wir haben denen Essen gegeben, wir sind weitergegangen.
ich will nicht die ganze Zeit schwören, Bruder, ne? Die haben einfach diese ganzen Behälter einfach so an so einen Müll, auf so einen Mülleimer gestellt, auf so eine schwarze Tonne oben drauf gestellt und haben sich wieder aufgeteilt, die zwei. Vater und Sohn, ne? Also so, ich weiß nicht mal, vielleicht sind die gar nicht verwandt. Was ist das, mein Bruder? Also organisiert. Bruder organisiert sein Onkel. Bruder, die haben sich einfach so aufgeteilt wieder. Der eine geht da lang, der andere da, Bruder. Und man sieht, wie die wieder Leute fragen. Bruder, das war für mich, ich sag dir ehrlich, sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. In Bonn habe ich das sowieso noch nicht gesehen, Bruder. Aber da habe ich wirklich diese Dings verloren. Wie sagt man das? Diese Vertrauen oder diese Hoffnung oder wie auch immer man das nennen will, Bruder. Da an dem Tag habe ich das verloren, Bruder. Und egal, wo ich auch bin, meine Stimme tickelt jeder in den Bonn.